Hallo ihr Leseratten, willkommen zur Leseliste für Oktober 2018. Ja, ich habe mir hier so ein paar Bücherchen rausgesucht, auf die ich mich alle wahnsinnig freue. Wobei ich mir im einen noch nicht sicher bin, ob ich es für dich lese, weil es ein Reread ist. Aber ich will es schon seit gefühlten Ewigkeiten lesen und es passt in den Oktober und ich sage euch auch warum. So. Aber mit einem anderen Buch, worauf ich mich auch schon sehr freue. Ich will es schon lesen, seitdem es rausgekommen ist, seitdem alle davon schwärmen. Und jetzt habe ich es endlich hier und man hat auch geraten, dass es passt gut zur Halloween-Zeit. Deswegen habe ich gedacht, ich lese es im Oktober. Und zwar Locus & Co., der erste Band, die seufzende Wendeltreppe von Jonathan Stroud. Ja, allein das hinten drauf klang schon richtig, richtig klasse. Und deswegen freue ich mich, da ich denke, man, da wird man auch gut durchkommen. Die Schrift ist relativ groß und dann ein Wochenendbuch, wo ich den zweiten Band hier habe und eventuell auch den ersten lese als E-Book oder als, wenn ich es irgendwo kriege, aber die sehen irgendwie so komisch aus, die haben so merkwürdige Cover. Und man kriegt sie nicht mehr irgendwo. Das finde ich ein bisschen komisch. Aber die Rede ist von Morton Abercrombie Village von Angela Weidmann. Und das ist der zweite Band. Mal gucken, ob ich den ersten dazu auch lese oder einfach nur das hier und auf jeden Fall, ne? Liebe Spuken-Gruselkuss spielt wahrscheinlich auch irgendwie zu Halloween. Oder zumindest passt es in die Zeit rein. Und ja, das kommt zum Schluss, Dann ein Buch, was ich am liebsten sofort lesen wollen würde. Aber da ich diesen Monat nicht so gut vorankomme mit dem Lesen, nein, lese ich die Bücher, die ich da habe und werde mich auf das hier im Oktober freuen. Es fühlt sich wahnsinnig eklig an, also stellenweise nicht überall, stellenweise so richtig ekelhaft und es ist ein sehr geniales Cover und ich freue mich auch da wahnsinnig drauf. Escape Room, nur 3 Stunden von Chris McGeorge. Genau, das habe ich bei Lovely Books gewonnen und wo man auch ein Rätsel lösen muss, um es überhaupt zu gewinnen und umso mehr freue ich mich und Fuxi freut sich auch schon. Genau, es ist auch nicht so wirklich dick, also von daher wird das wahrscheinlich auch recht schnell gelesen werden, vor allem wenn es auch noch spannend ist und alles. Und dann, oh, ich liebe Escape Rooms. Escape Rooms sind eine tolle Erfindung. Wahnsinn. Rätsel lösen ist toll. Kommen wir zu meinem Reread, bevor wir zum Lesewichteln kommen. Mein Reread, den ich, wie gesagt, schon seit gefühlten Jahren nochmal lesen will. Der Schutzumschlag hat ziemlich gelitten in der Zeit, weil es ist schon ziemlich alt. Also, was heißt ziemlich alt? Dann wäre ich ja noch älter, aber gut. Nee, egal. Aber immer wenn ich sage, welches ist dein Lieblingsbuch, nenne ich oftmals dieses Buch. 13 von Wolfgang Heike Holbein. Ich liebe die Geschichte, ich liebe die Art des Buches, wie es sich halt... Wo ist es denn? Lass mich kurz schmulen. Sekunde, bis gleich. Na, so weit vorne ist es doch gar nicht. Hä? Bin ich verwirrt. Da! Wie sich einfach mal die Geschichte in der Mitte teilt und 2 Spalten ergibt und man muss jede Spalte erstmal einzeln lesen. Also die linke Spalte auf jeder Seite zuerst, dann auch die rechte Spalte auf jeder Seite zuerst. Bis ich das geschnallt habe, auch Weihnachten gegessen. Naja gut, ging relativ schnell, aber ja. Und ich will wissen, dass es mir immer noch genauso gut gefällt und ich möchte es einfach nochmal lesen und ich freue mich drauf. Und warum es Oktober passend ist, denn ich habe euch im Oktober 2009 dieses Buch vorgestellt. Und ich freue mich auf Wusch, die uns hier begegnet. Wusch ist toll. So, kommen wir zum Lesewichteln-Buch. Ich habe ja gesagt, dass ich tatsächlich bis auf 1, glaube ich, alle ausgesucht habe von BookCook, von meinem Programmchen. Und das Buch, was gewonnen hat, war das Buch, was ich selber ausgesucht habe. Was ich gerne lesen wollen würde und genau das Buch hat gewonnen und ich freue mich deswegen umso mehr drauf. Die Reise der Amy Snow von Tracy Reese. Es ist ein herzliches Cover. Es spielt in England 1900, also im 19. Jahrhundert. Gaha! Und die Freundin von Amy Snow heißt Aurelia. Also es klingt ja fast wie Aurora, oder? Also von daher, ja. Ich bin gespannt drauf. Ich bin auf alle der Bücher sehr gespannt und
freue mich drauf. Der Oktober wird hoffentlich schön werden. Und ich hoffe, ich komme mehr zum Lesen als jetzt im September. Aber gut. Bis dahin ist noch ein Momentchen Zeit für mich jedenfalls. Für euch ist der Oktober am nächsten Tag da. Wenn ihr es am gleichen Tag auch für das Video online kommt. Aber nun ja. Okay. Was habt ihr vor, im Oktober zu lesen? Habt ihr eins der Bücher schon gelesen? Oder wollt ihr es vielleicht noch lesen? Wollt ihr was gemeinsam lesen? Dann schreibt mir gerne. Alles klar, sonst wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis dann, bye bye.